Wem der Name Ruth Graves Wakefield nicht sagte, sollte jetzt besonders gut aufpassen, denn diese Frau ist eine Heldin. 1938 kam sie auf die Idee, gehackte Schokoladenstücke in den Keksteig zu rühren. Geboren war der Chocolate Chip Cookie. Heute wird sogar noch ein bisschen geiler. Und herzlich willkommen zu Yum Tam Tam. Heute wird es bei uns zuckersüß. Wir machen einen Skillet Cookie. Das ist ein Chocolate Chip Cookie, der in der Pfanne gebacken wird. Dazu cremiges Vanilleeis. Ich mache mal einen Teig. Wir brauchen eine Schüssel und eine Waage. Zuerst machen wir nämlich den fluffigen Keksteig. Dafür muss die Butter Zimmertemperatur haben. Also packt sie ruhig rechtzeitig aus dem Kühlschrank, wenn sie nicht bei euch sowieso immer außerhalb des Kühlschranks ist. Die genauen Rezeptangaben sind wie immer unten in der Videobeschreibung, genau wie die Glocke und der Abo-Button, falls ihr das beides noch nicht gedrückt habt. Ich habe ja gesagt, dass es süß wird, also brauchen wir auch Zucker. Ich habe in der letzten Zeit echt oft Cookies gebacken. Ich finde es irgendwie voll toll für Leute zum Verschenken und es geht schnell und macht irgendwie jeden glücklich. Und sind auch total gut, wenn man noch Sachen zu Hause hat, so Nüsse oder irgendwelche anderen süßen Reste. Man kann alles reintun. Dazu kommt noch ein Päckchen Vanillezucker. Und gerade bei Cookies super wichtig, damit es so einen richtig aufregenden Geschmack hat, eine ordentliche Prise Salz. Das mag doch jeder, wenn Süßes so ein bisschen Salziges nebenbei, gerade wenn das so schokoladig ist. So, genug. Und jetzt ordentlich Action. Das Ganze muss nämlich richtig gut verrührt werden. Wisst ihr was? Ich packe mal das Eis in die Gefriertruhe. Das brauchen wir erst später. Nun darf das Ei zum Teig. Und jetzt wieder ordentlich verrühren. Apropos Backen, es gibt tatsächlich gerade auch nur drei Orte, wo ich mich eigentlich aufhalte. Das ist meine Küche, mein Balkon und nachts mein Bett. Das sind so die drei Orte, wo ich mich bewege. In der Küche zum Kochen, auf dem Balkon, um das Gekochte zu essen und nach neuen Rezepten zu gucken und im Bett, naja, schlafen halt. Ich bereite mal die trockenen Zutaten vor. Zum einen das Mehl mit Backpulver. Und da ist immer gut, wenn man das Backpulver vorher mit dem Mehl vermischt, dann ist es nachher besser im Teig verteilt. Und jetzt kommen wir zum besten Teil, und zwar Schokolade hacken. Wir nehmen natürlich nicht nur eine Sorte Schokolade, sondern drei. Und zwar weiße Kuvertüre, Vollmilchkuvertüre und dunkle Schokotropfen. Ihr könnt natürlich jede Schokosorte nehmen, die am liebsten mögen. Und jetzt mittelgrob hacken. Die dürfen ruhig ein bisschen kleiner und größer sein. Schmeckt nachher besonders gut, wenn so Stücke im Teig sind, die klein sind und manche, die richtig groß sind und vielleicht noch so ein bisschen flüssig in der Mitte. Ihr könnt auch zum Beispiel Nougat reinmachen oder kleine Stücke vom Schokoriegel. Wie gesagt, Cookies sind ein perfektes Resterezept für alle süßen Sachen, die noch in der Backschublade abhängen. Aber das ist auch das Gute, weil bei Yum Tam Tam bleibt ja manchmal auch was übrig, zum Beispiel jetzt dieser Rest Schokolade und den verbacke ich dann einfach an einem anderen Tag. Nun darf die Hochzeit stattfinden. Die Schoko-Hochzeit! Und zwar hebe ich jetzt alles unter den Teig. Die Schokoladen, dann die Mehl-Backpulvermischung und die Schokotropfen. Und jetzt vorsichtig verrühren, aber nicht zu dolle. So, der Teig ist perfekt und das Verhältnis Stückchen. Keksteig ist super, weil nämlich richtig viele Stücken drin sind. Jetzt muss man sich konzentrieren, dass man das Ganze nicht schon so isst, sondern in die dafür vorgesehene Form gibt. Ich butter die mal ein bisschen aus, damit der Cookie auch nachher gut rauskommt. Das ist natürlich eine ofenfeste Pfanne, damit die auch schön mitgebacken werden darf. Und jetzt fülle ich da hinein unseren Cookie-Teig. Es ist quasi ein riesiges Cookie-Dessert. Und denkt dran, der Cookie zerläuft auch noch ein bisschen und geht hoch, also macht es nicht ganz voll. Und wenn keiner hinguckt, dürft ihr euch dann die Finger ablecken. Und jetzt kommt das Ganze in den Ofen. Denkt dran, es nicht ganz durchzubacken, in der Mitte soll es noch schön gooey sein. Kannst kaum abwarten. Oh yeah, es duftet so gut nach Keksteig hier. Zieht euch bloß den Handschuh an. Ich
Ich lasse das Ganze jetzt kurz abkühlen, damit das Eis nicht sofort zerfließt und dann wird dekoriert. Man möchte das Ganze ja auch noch warm essen, deswegen kommen jetzt zwei ordentliche Portionen Vanilleeis drauf. Ja. Nummer eins. Schwupp. Nummer zwei. Dann würde ich sagen, darf ich jetzt kosten. So, ihr Lieben, man kann das natürlich gut teilen oder man isst es einfach alleine. So wie ich. Einen ordentlichen Haps Vanilleeis und jetzt in die warme Masse. Es dampft noch. Boah, der Keks ist super weich in der Mitte, oben karamellisiert, dazu das kalte Vanilleeis. Er schmeckt unfassbar gut. Falls ihr Bock habt auf noch mehr Keksrezepte, hier kommt ihr zur Cookie-Pizza und zu den Bacon-Cookies. Ich werde mich jetzt ganz lange mit diesem süßen Ding beschäftigen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.